in den 90er Jahren in Amerika. Das lässt hier gerade sein Lycoming IO 360, ein Rotor an 4 Zylinder. Els war frei und da haben wir gesagt, wunderbar, wir fliegen in Els, das ist das ältere Flugzeug, also Echo Els. Und hier ist Josef Bertram auf One Design. Ja, er macht das dem Armin nach. 45 Grad nach oben. Hier jetzt betritt mit seinem Flugzeug Smoke On. Josef Bertram auf One Design in Els. 360 Grad pro Sekunde dreht das Flugzeug, also in einer Sekunde einmal um die Längsachse. Genauso nach oben. 4,5-fache Umdrehung nach oben. Ganz langsam am Propeller hängend. Ein Humpty nach unten, senkrecht nach unten. 2 Umdrehungen nach unten. Abfangkurven 4- bis 5-fache Erdbeschleunigung. Zieht er wieder hoch. Dreiviertel Loop. 1,5 Rollen aus dem Loop raus. 1/2 kubanische 8. Die Figur heißt kubanische 8. Sie ist in den 30er Jahren erfunden worden von einem Kunstflugpiloten, der aus Kuba stammt. Dem ist eine Figur verunglückt und der Schiedsrichter meinte, was hast du denn da geflogen? Meinte, das war meine kubanische 8. Und das ist seitdem eine Standardflugfigur im Kunstflug. Toll geflogen. Ja, diese Kurz, das was er da jetzt macht, das sieht sehr unkonventionell aus, ist eine gewisse Rolle gewesen, alles gesteuert, perfekt gesteuert, nach vielen Training. Er hat vor sich am Instrumentenpanel ein kleines Blatt Papier, da sind alle Kunstfiguren in der Reihenfolge drauf, die er heute fliegt. Ja, das ist auch eine wunderbar schöne, senkrechte, getoppte Rolle gewesen. Aerodynamisch und die Kreiselmomente vom Propeller gesteuert. Eine Kombination von. Ja, man hört das Flugzeug richtig pfeifen hier, wenn es ankommt mit Höchstgeschwindigkeit, 350 km/h. Gestoppte Rolle, ganze Rolle, nach jeder Viertelumdrehung gestoppt, sehr schön präzise. Auch bei Josef, wenn der Motor aus ist und er uns hören kann, wenn wir ordentlich Applaus für seine Vorführung geben hier. Wir warten aber damit, bis der Motor aus ist, sonst hat er nichts davon.